wir haben jetzt gerade die Zeit kurz vor Weihnachten im Dezember 2017. Ich habe mich wirklich etwas rar gemacht mit den Videos für dieses Jahr, aber es hatte persönliche Gründe. Für das nächste Jahr gelobe ich Besserung und es werden bestimmt ein paar Videos mehr kommen. Heute wollte ich ein kleines Special machen zum Tacom-Bausatz des Königstigers mit Porsche-Turm in 1 zu 35 ohne Zimmerit. Das Zimmerit werde ich selber rauf machen. Das wird dann sozusagen komplett ein Unikat, weil ich finde, selbstgemachtes Zimmerit sieht um Längen dann besser aus als schon vorgefertigt oder auf Decals oder na, Attack ist schon gut, aber es gibt für den Tacom-Tiger noch nichts von Attack mit dem Porsche-Turm. Und die Klebefolien bzw. von Wengen bzw. die Decals als Zimmerit kommen für mich nicht in Frage. Es geht um diesen schönen Bausatz hier. Und die Erfahrung, die ich bis jetzt hatte, ist eigentlich sehr gut. Ein paar kleine Sachen, da gehe ich noch gleich darauf ein. Und bis jetzt sieht er so aus. Dazu gibt es dann noch gleich Detailsaufnahmen und was man alles so beachten muss. Jedenfalls das erste Manko, was ich habe bei dem Bausatz, ich weiß jetzt nicht, wie es bei dem anderen Bausatz ist, mit dem Produktionsturm, auch ohne Zimmerit. Jedenfalls habe ich hier ein Manko entdeckt, was eigentlich sehr gravierend ist: die Bauanleitung. Ich bin es gewohnt, bei Bauanleitungen zu den Bauabschnitten und zu den Bausatzteilen, dass da die Hersteller auch eine Farbangabe geben. Die fehlt komplett bei der ganzen Bauanleitung. Der einzige Hinweis, der gegeben wird, ist, was man ungefähr für Farben braucht. Mehr gibt es nicht. Bei den ersten beiden Bausätzen mit Zimmerit sind zwei Sachen nämlich drin. Einmal dieses, sozusagen ein kleiner Guide mit auch Farbangaben von Armumic, und dieses Teil. Die Sachen fehlen komplett. Die sind nicht mit bei. Man muss sich sozusagen auf die Infos in den Büchern, Heften über die Inneneinrichtung und deren Bemalung suchen. Beziehungsweise ich habe mir noch speziell das Super King Tiger Buch besorgt, weil ich den Königstiger sowieso sehr gut, also mir gefällt er und ist mein Favorit, außerhalb dann kommt noch der Panther. Aber der Königstiger ist sozusagen ein Steckenpferd jetzt von mir. Dazu das Super King Tiger Buch. Das beruht ja auf dem Bausatz von Trumpeter in 1 zu 16 und es ist sehr gut bebildert. Man kann das 1 zu 1 umsetzen auf den Tacom-Bausatz. Wenn man die Fotos vergleicht von den Bausatzteilen größtenteils und den Teilen von Tacom, kann man vielleicht erahnen, kann sein, muss nicht sein, dass Tacom einfach den 1 zu 16 Bausatz von Trumpeter runterskaliert hat auf 1 zu 35 und hat da die Sachen rausgebracht. Weil es sind komischerweise die gleichen Fehler aus dem Trumpeter Bausatz vorhanden, wie auch bei Tacom. Zum Beispiel, dass das Armaturenbrett für den Fahrer inklusive auch für den Funker genauso aufgebaut ist und genauso ein richtiger Fehler behaftet ist. Von dem Rahmen, wo die Funkgeräte reinkommen, beziehungsweise das Armaturenbrett reinkommen, fehlt eine Hälfte. Die kann man so lassen, wenn man das möchte. Mich stört das ein bisschen, weil ich weiß, dass das falsch ist. Ich hätte da zwei Möglichkeiten. Einmal aus dem Mengenbausatz, da ist es aus dem Mengenbausatz, aus der Inneneinrichtung des Mengenbausatzes,
Da ist das die Einheit komplett richtig wiedergegeben. Man könnte sie zusammenbauen und dann raus einen Abguss machen, aber das wollte ich jetzt erstmal nicht machen. Ich habe mich für eine einfache Methode entschieden und da habe ich Scratch, ein bisschen gescratcht mit Haarprofil, bisschen Rundprofil und sieht gut aus, weil erstes Scratchen nach 5 Jahren mal wieder. Und das ist dann sozusagen, ich mache das mal hier raus. Ich zeige es dann auch per Fotos auf den Bildern vorher und nachher. So sieht sie jetzt aus. Und so sieht es ungefähr richtig jetzt aus. Dann gab es ja die große Diskussion am Anfang über die Tacom-Bausätze im Netz, dass wenn man so, wenn man die Laufräder nach dem Bau die Laufräder montiert, dass da alles schräg ist. Dass der Winkel Das der ist, Schwingarme so der ist weit. nicht richtig und das ist korrekt. Und wenn man nach der Bauanleitung dann vorgeht, wie manche das schon gemacht haben und nicht Trockenanfassung gemacht haben, was bei dem Bausatz eigentlich vom Vorteil ist und eigentlich man immer machen sollte. Ich habe alles mit der Trockenanpassung gemacht. Und wie man sozusagen den gravierenden Fehler erstens der Schwingarme und gleichzeitig mit den Torsionsstäben umgeht, habe ich auch nur durch Zufall erfahren in der KIT-Modellbauschule Nummer 10. Da geht es ja auch um die 75 Jahre Tiger und da sind auch jetzt auch um den Tacom-Bausatz. Und da gibt es einen Baubericht von dem Modellbaufreund Frank Schulz. Den habe ich auch heuer dieses Jahr in Munster getroffen mit seinem schönen Modell. Und wir haben darüber diskutiert und er hat mir dann sozusagen gesagt, wie man das dann alles richtig hinbekommt. Weil es gibt da auch das gleiche Problem mit den schräg stehenden Laufrädern, auch bei dem Mengenbausatz, wenn man da nicht aufpasst und da keine Trockenanpassung macht. Beim Tacom-Bausatz ist das wie folgt. Es wurde ja in der Bauanleitung gezeigt, dass man die Schwingarme auf den Torsionsstäben sozusagen gleich sozusagen montiert, wie man das hier so schön sehen kann, und dann einsetzt. Und das ist dann eben der Fehler. Nochmal einen schönen Dank an Frank Schulz, dass er mir das auch so gesagt hat. Also sieht folgendermaßen aus. Wenn man das so macht wie in der Bauanleitung, dann bekommt man wirklich sehr schief stehende Laufräder. Das kann man komplett verhindern, indem man zuerst die Torsionsstäbe einsetzt. Und nachdem die drinne sind und danach die Schwingarme einbaut, ist das komplette Problem der schräg stehenden Laufräder weg, weil das ist dann passiert dann wunder, also das passt dann wunderbar. Und ich habe das alles nach und nach gemacht, weil ich habe zuerst die Inneneinrichtung soweit für die Unterwanne zusammengebaut in kleinen Bauabschnitten, da es auch später einfacher ist dann mit dem Lackieren. Und gleichzeitig immer konnte ich immer schön trocken anpassen und sehen, dass als sonst alles wunderbar passt. Das werdet ihr auch anhand der Fotos nachher sehen, dass es da keine Probleme gibt. Das, was ich mir noch so besorgt habe, um das mal auszutesten, ist dann von Aromatic das angepriesene Farbset für die Inneneinrichtung. Da sind auch begrenzt alle Farben mit bei, die man so braucht. Aber nicht alle, weil Mattschwarz und ein paar andere Sachen, die braucht man dann schon selber. Unter anderem ist in dem Farbset von Aromic noch die Farbe Rotbraun drin, die 8012. Und von
von... Augenblick, die besorge ich mal. Und diese 8012 Farbe, die habe ich mir auch damals für meinen Mark IV Female besorgt. Und beides sind die gleichen Farben. Unterschied ist wahrscheinlich ein halbes Jahr nach der Produktion. Und was mir dabei aufgefallen ist, dass die, das ist die gekaufte, die einzeln gekaufte Farbe von Armomic 8012. Und das ist die in den Set mit drin. Und was man gleich sehen kann, dass die, dass der Farbton dunkler ist von den Rotbraunen. Woran es bis jetzt liegt, konnte ich nicht in Erfahrung bringen. Ich hoffe, dass ich irgendwann eine Mitteilung kriege von Armomic, ob sie vielleicht die Farbzusammenstellung geändert haben oder woran das liegt. Jedenfalls, mir ist es so aufgefallen. Was ich immer mache bei den Armomic-Farben, dass ich eine Verdünnung mache, so von 70% Verdünner und 30% Farbe. Das klappt wunderbar und man kriegt einen sanften schönen Farbton auf das Bauteil bzw. auf das Modell. Und nicht verstopft die Düse gar nichts. Also, und es wird auch die Restsachen in der Düse sind nicht mehr vorhanden, die man vielleicht mal hat. So weiß bei Valeo manchmal so gummiartig noch Reste übrig bleiben. Die sind hier nicht mit bei. Dann habe ich mir aus Bequemlichkeit und weil mir die Ketten sozusagen, die 1-Liter-Kette, die zwar im Baulast mit bei ist und auch sehr gut ist, aber ich wollte eher eine flexible haben, dann habe ich mir von Friul noch die ATL 16 geholt. Und beim Bauart sind auch die beiden Rohre drinne. Die beiden Kanonenrohre ist einmal die frühe und einmal die späte Version. Die sind auch sehr gut gemacht, bloß bei der Mündungsbremse, die besteht aus zwei Teilen. Und ich habe zwar sehr gut verschliffen, aber mir gefällt das nicht so. Da habe ich mir von RB die Rohre besorgt. Mit einer kleinen Anpassung, Pfeilen und allem drum und dran, passen sie wunderbar dann auch für den Bausatz von Tacom. Es gibt auch von Aber jetzt schöne Bausatzrohre, die sehen auch sehr gut aus, extra für den Tacom Bausatz. Bloß der Unterschied vom Preis ist Aber ungefähr so 20 Euro und die von RB sind so um die, also ich hab's jetzt für 9 Euro bekommen pro Stück der Rohre. Und es ist für mich auch, reicht mir, mehr wollte ich eigentlich nicht ausgeben. Wie gesagt, Aber hat sehr gute rausgebracht für 20 Euro. Je nachdem, wer das machen möchte. Und was noch mit dabei ist bei dem Bausatz, was mir sehr gut gefällt, ist wirklich die Passung. Beim Trockenanpassen ist mir das schon aufgefallen, dass die Bauteile sehr gut zusammenpassen. Auch die Bodenplatte ist bis jetzt nur gesteckt. Das Getriebe ist auch nur reingesteckt und passt super. Die Torsionsstäbe, die habe ich schon befestigt jetzt, nachdem ich das lackiert habe. Wenn man die Sachen schön als Bauabschnitt behandelt, das Getriebe, dann auch die Kardanwelle und das dann separat beiseite packt, dann bekommt man dann kriegt man es einfacher hin, die Sachen zu lackieren und auch abzukleben. Dafür habe ich unseren Küchentisch, der damals gekommen ist, da waren schöne gepresste Schaumstoffecken mit bei und die eignen sich wunderbar für mich als Teileaufheber. Und die Teile sind einfach nur an so ein bisschen Gussast befestigt, den habe ich erhitzt und an der Unterseite rangedrückt. Da gibt es auch keine Probleme beim Abtrennen nachher oder dass irgendwas da kaputt geht bei den Bausatzteilen, ist nicht gegeben und es hält wunderbar und man hat eine schöne Fläche dann eben auch, dass man es per Hand schön die Details bemalen kann. Das klappt wunderbar. Sonst bin ich
mit dem Bausatz richtig zufrieden. Und der Bau macht mir bisher sehr viel Freude. Manchmal muss man aber auch aufpassen und deshalb auch trocken anpassen ist da vorgegeben. Es gibt hier zum Beispiel nachher bei der Oberwanne die beiden Seitenteile N3 und N19, die sind falsch nummeriert. Da wo N19 raufkommt, kommt N3 ran und da wo N3 ist, kommt dann nachher N19 ran. Und bis auf die beiden Mankos eben der fehlenden Angaben, was für Farben benutzt werden für die Bausatzteile der Inneneinrichtung, ist die Bauanleitung eigentlich sehr gut gemacht. Mir gefällt sie, man kommt auch schön wunderbar weiter. Aber ich würde empfehlen, gerade für Anfänger und Fortgeschrittene, dass man sich sehr viel Infomaterial besorgt. Es gibt sehr viele Seiten im Internet mit Detailfotos der Inneneinrichtung. In Österreich und in der Schweiz wird gerade ein Königstiger mit dem selben Produktionsturm restauriert. Da findet man auch sehr gute Detailfotos von der Inneneinrichtung. Und man sieht auch die Farben. Und das ist sehr gut gemacht worden. Ein Bausatz im Bausatz ist der HL230 für den Königstiger. Er besteht aus sehr vielen kleinen und feinen Teilen, aber wenn man den später zusammengebaut hat, sieht der sehr gut aus. Man kann den auch weiter verfeinern, indem man noch ein paar fehlende Leitungen und Zuleitungen anbaut. Am Motor, aber die sieht man später wirklich nicht, weil der Motorraum, wo er später reinkommt, der ist klein und ist nachher voll. Hier sieht man noch da, wo der Gussast dran war, das verschwindet später nachher beim letzten Lackieren. Und beim Lackieren bin ich so vorgegangen, dass ich als Grundierung und als Vorschattierung mir genommen habe von Tamiya das NATO-Schwarz. Und da habe ich auch eine Verdünnung gemacht von 60% Verdünner, 40% Farbe. Und darauf habe ich dann eben dementsprechend die Armomic-Farben, das Rotbraun aufgetragen und dann an den Stellen im Kampfraum, wo dann das Weiß ist, dann eben die cremeweiße Farbe, Elfenbein. Und das sieht wirklich gut aus. Das werdet ihr alles dann auch schön sehen, gleich bei den Detailaufnahmen. Und jetzt kommen wir zu den Sachen, die ich bis jetzt gemacht habe. Und wie ihr sehen könnt, ist schon etwas Farbe dazu gekommen und man sieht auch, dass durch die Grundierung, die gleichzeitig bei mir als Vorschattierung gedient hat, man auch schon eine schöne Vorschattierung bekommt, die sich dann auch bei den Rotbraun bzw. der Rostschutzfarbe und bei dem Cremeweiß dann auch durchscheint und auch sehr gut aussieht. Die Batteriekästen sind zum Beispiel mattschwarz lackiert, wie auch die Torsionstäbe. Die Bodenplatte ist bis jetzt nur lose eingedrückt und passt jetzt schon sehr gut, ohne dass ich da was verändert habe. Wie man sehen kann, ist alles noch lose und die Passung ist sehr gut. Wie ihr seht, beim Funk selber, ja, ist nicht, naja, da hinten ist es nicht so schön geworden, aber später sieht man das eigentlich nicht. So ungefähr sieht es beim Original der Rahmen aus und der fehlt komplett sozusagen. Die Hälfte hier fehlt. Und auf den Fotos nachher könnt ihr dann sehen, wie das Originalbausatzteil aussieht und wie es bis jetzt und wie es jetzt eben aussieht. Was ich dann noch gemacht habe bei der Detailbemalung, jetzt hier beim Armaturenbrett für den Fahrer, nachdem die lackiert wurde, ist auch in
Also bemalt habe ich es dann auch in Mattschwarz. Die beiden Decals sind hier mit bei im Bausatz. Und nachdem die aufgetragen worden sind und dann, weil es dann trocken war, habe ich dann noch ein bisschen Crystal Clear genommen, damit es ungefähr so aussieht, als wenn auf den Armaturen eben die Glasscheiben drauf sind. Jetzt kommt dann später noch dazu zum Getriebe noch die Ölwanne, die fehlt noch. Die ist im Bausatz drin und ein kleiner Kasten, der fehlt wiederum. Und die mache ich dann nachträglich noch mit zu. Was ich noch gemacht habe, was auch nicht vorhanden ist, ist bei diesem schönen Bausatz ein paar Sachen. Wenn nämlich der Fahrer, also man kann den Fahrer, der Fahrer kann den Fahrersitz auch hochstellen, wenn er dann die Luken offen hat, dass er dann auch fahren kann. Gleichzeitig hat er aber normalerweise am Getriebe noch einen Schalthebel für die sozusagen für den Fall, wenn er dann hochfährt, dass er dann auch schalten kann. Und der fehlt komplett im Bausatz. Und da habe ich dann ungefähr 0,3 mm Kupferdraht genommen und diesen Hebel, wenn man das so sehen kann, dann hier ist er, selbst dann noch eingeführt und anmontiert. Gleichzeitig fehlt dann auch noch die Fußpedalerie dafür. Die habe ich dann ausgescratcht und auch angebracht. Das sind so die kleinen Sachen, die dann fehlen. Wenn man sie hier so sehen kann, ist sie montiert. Bis jetzt ist das Getriebe bzw. auch der Antrieb für den Turm inklusive den Kardanwellen nur gesteckt. Das werde ich dann bald auch komplett verkleben. Und hier sind nochmal die Torsionsstäbe zu sehen. Hier und da. Die passen auch sehr gut rein. Und wie gesagt, ihr müsst unbedingt darauf achten, dass ihr nach der Lackierung der Torsionsstäbe die zuerst komplett dann auch festmacht. Dafür reicht ein Punkt Kleber am Ende des Torsionsstabs reinschieben und dann ist er dann fest, so dass die Torsionsstäbe nachher alle, wie man sehen kann, so tief drinne sind. Und erst dann werden die Schwingarme montiert. Das ist sehr wichtig. Dadurch könnt ihr auch dann auch wieder trocken anpassen. Auch da, dann könnt ihr dafür dann auch garantieren, dass die dann richtig drin sind und dass auch die Laufräder dann eben nicht schräg stehen, sondern ganz normal, wie gewohnt sie sein sollen, gerade sind. Die Detaillierung sonst im Bausatz ist sehr gut wiedergegeben. Ein paar Sachen hat Tarkon gegenüber Meng bei der Inneneinrichtung ein bisschen vereinfacht, dass die Ersatzwinkelspiegel, die sind schon komplett angegossen am Seitenteil. Genau, da sind sie. Die sind angegossen. Ist zwar ein bisschen tricky beim Bemalen, aber es geht. Beim Mengenbausatz liegen die einzeln mit bei. Und da müsst ihr sie selber montieren. Auch die restlichen Sachen passen sehr gut zusammen. Ihr habt eigentlich keine Probleme beim Zusammensetzen nachher der Baugruppen, die ihr dann habt. Und je nachdem, wie ihr das dann drin habt, könnt ihr dann anfangen, den Innenraum zu verschmutzen. Altern würde ich nicht sagen, weil ich glaube, so eine Lebensdauer eines Königstiger damals, der war bestimmt nur so 4, 6 Monate. Und da war eigentlich nicht viel Zeit, um den komplett Risiko zu zerkratzen und weiß ich. Also verschmutzen werde ich das nur. Und das ist auch nur Staub, Dreck und das war es eigentlich auch. Der Feuerlöscher, der liegt als separates Bauteil da. Auch ein paar andere kleine Sachen. Und ihr seht auch, dass ich hier verschiedene Rottöne habe.
durch die Vorschattierung. Das macht sich dann nachher beim Modell auch sehr gut bemerkbar. Der Motorraum selber sieht dann so aus. Machen wir mal in der Mitte. Hier ist die Stelle dann eben, wo der Gussast befestigt war, den ich dann rangedrückt habe. Den kriegt man ganz sanft ab. Es gibt keine Beschädigung an meinem Bausatzteil und hier werde ich das noch dann die Stelle noch lackieren. Das ist kein Problem. Auch hier noch die cremeweißen Stellen, die sind dann später auch rotbraun. Auch die Seitenteile, die beiden Bodenplatten, die passen, die sind auch nur gesteckt und passen komplett rein und passgenau. Da gibt es auch keinen. Bis jetzt habe ich nichts, was ich hier irgendwie spachteln muss und verschleifen muss. Das passt alles sehr gut zusammen. Das ist jetzt so der Bauzustand, den ich jetzt am 20.12. habe. Jetzt kommen wir mal zu ein paar kleine Sachen, kleinen Teilen, die noch nicht eingebaut sind, wie zum Beispiel der Fahrersitz. Da bin ich schon dran, die Sitzpolster, die Lederpolster ein bisschen zu altern. Der Fahrersitz, der ist sehr gut wiedergegeben. Besteht aus so 4-5 Teilen. Mit sehr viel Aufwand hat man sogar die Möglichkeit, den Fahrersitz beweglich zu machen, dass ihr den Sitz hoch und runter stellen könnt. Aber ich glaube, das lohnt sich eigentlich nicht. Dann gibt es noch diese kleine Baugruppe mit den Verbandskasten. Und hier gibt es eine Sache, da hat anscheinend Tacom aufgehört nachzudenken oder ich weiß nicht weshalb, warum. Es gibt da diese vier Löcher hier. Was? Wofür? Die sind keine Ahnung. Ich habe sie erstmal offen gelassen. Vielleicht kriege ich es noch raus, aber sonst kann ich nicht sagen, was da hinkommen sollte oder was da bis jetzt fehlt. Da werde ich mich nochmal schlau machen. Die Ausarbeitung der Sitzpolster finde ich sehr gut. Ich versuche es mal ein bisschen schärfer zu stellen. Genau so kann man die Struktur dann sehen. Die Strukturen sind sehr gut wiedergegeben. Der Polster. Und jetzt kommen wir mal zu dem Bausatz im Bausatz. Und das ist der Antrieb, der HL230. Das ist ein Bausatz im Bausatz. Und das, was ihr jetzt hier seht, das sind komplett die Bausatzteile, die jetzt mit bei sind. Für den Flugrost habe ich die Farbe von Revell Aqua genommen. Die Farbe 83. Das finde ich bis jetzt die beste Farbe für als Grundton für Rost und für Flugrost. Auf der wird dann weiter aufgebaut. Mit Pigmenten, Ölfarbe, je nachdem wie ihr dann wollt. Der Motor selber ist sehr gut detailliert. Das, was eigentlich bausatzbedingt beziehungsweise jetzt noch so fehlen könnte. Es gibt hier oben ein paar Leitungen, die fehlen. Die könnt ihr selber ranscratchen, aber später seht ihr die sowieso nicht. Also ich habe es sein lassen. Die Nachbildung der Details ist sehr gut. Man kann die Motor sehr schön anhand von Originalfotos sehr gut wiedergeben. Er wird von mir auch jetzt danach bald nur leicht verschmutzt, weil wie die ganze Einsatzdauer des Königstigers, so war auch der Motor ja nicht lange im Betrieb.
Und die Motoren selber wurden ja auch so gebaut, dass die nicht sehr lange halten und schnell ausgewechselt, also danach schnell ausgewechselt werden. Von der Bemalung her sieht er dann richtig gut aus. Und wie gesagt, das sind dann, es ist wirklich ein Bausatz im Bausatz. Und was man bei dem Bausatz eigentlich bei allen Bausätzen beachten müssen muss, also ich meine, ich mache das jedenfalls. Ich baue ganz ruhig, ohne Hektik. Ich überlege mir jeden Schritt, mache Trockenanpassung. Dauert zwar etwas länger, aber die Ergebnisse, finde ich, sprechen für sich. Wer später die Heckpartie offen lassen möchte, auf dem Dio oder irgendwie, da gibt es dann zwei Motoren, die Auspuffe, den Auspuff sozusagen, weil der komplett bausatzmäßig ist, der nicht aufgebohrt. Da habt ihr zwei Möglichkeiten. Entweder ihr bohrt es, versucht es aufzubohren. Ich habe es versucht hier. Aber mit dem Ergebnis bin ich nicht ganz zufrieden. Oder ihr tauscht die beiden Auspuffenden durch Rundprofil aus. Was ja bei den größeren Rundprofilen sind, die ja sowieso komplett so schön also aufgebohrt, aber die sind offen. Sind die beiden Möglichkeiten, die man machen kann. Auch hier beim Bau des Motors müsst ihr nicht irgendwas verschleifen, spachteln. Die Passung ist sehr gut. Der Filter selber besteht aus einem kompletten Bausatzteil. Auch hier habe ich nur das NATO-Schwarz von Tamiya genommen als Vorgrundierung und dann eine leichte Schicht Cremeweiß aufgemacht. Und schon habt ihr eine Vorschattierung drin und müsst eigentlich nicht sehr viel altern. Ihr wurde auch nur ein bisschen verschmutzt, aber mehr nicht. Und so sieht dann eben der komplette HL32 dann aus. So. Und ich finde, der ist wirklich sehr gut wiedergegeben. Ist eigentlich schade, dass er dann im Motorraum verschwindet, weil der ist wirklich nicht sehr groß, der Motorraum. Später werdet ihr dann vom Motor nur nur die Oberfläche eigentlich nur sehen. Der Rest, was da unten ist, ist dann verschwunden im Motorraum. Es sei denn, ihr baut euch den so zusammen, dass ihr die Oberwanne nur rauf steckt. Und wenn ihr dann den Innenraum zeigen wollt, dass ihr dann die abnimmt. Es gibt ja mehrere Möglichkeiten. Ihr könnt auch die Wanne und also die Wanne und den Turm aufschneiden, damit man die Innenrichtung sieht. Es gibt da mehrere Möglichkeiten, die man machen kann. Mein Fazit ist bis jetzt, ich finde, das ist ein sehr guter Bausatz. Der lässt sich sehr gut zusammenbauen. Man braucht nur ein bisschen Ruhe. Eine ruhige Hand. Und Trocken anpassen nicht vergessen. Aber sonst lässt er sich sehr gut bis jetzt zusammenbauen. Also die Fehler, die ich bis jetzt gefunden habe in der Bauanleitung, sind bis jetzt nicht sehr groß gegenüber zum Beispiel von den Dragon-Bauanleitungen. Aber das ist eben mal so. Sonst kann man ja gleich ein Fertigmodell nehmen. Ich finde, gehört irgendwie zum Bauen Ihr der habt Modelle jetzt dazu. den Bauzustand gesehen, wie soweit wie ich jetzt gekommen bin mit dem Tarkon-Bausatz. Ich finde, das ist ein sehr guter Bausatz. Die Detaillierung ist wirklich sehr gut wiedergegeben. Meng hat
zwar ein Detailgrad bei der inneren Richtung noch ein bisschen mehr rausgeholt, aber da ist auch der Preisunterschied dann auch extrem, wenn ihr dann den Mengenkönigstiger selber habt, sind es ja auch schon so 30, 40 Euro. Dann noch dazu die Inneneinrichtung, die ja auch so zwischen 25, 30 Euro liegt. Die Einzelgliederkette liegt so bei 20, 25 Euro. Dann kommt ja locker auf 100 Euro gegenüber die 55 bis 65 Euro des Tagarmbausatzes. Und auch habt ihr ja die Möglichkeit, ihr kommt eigentlich auch bei beiden auf fast den gleichen Preis, wenn ihr wie ich jetzt noch die Einzelgliederkette von Friol euch besorgt und auch noch das Farbenset, was ich habe, inklusive, aber das Farbenset reicht ja für beide, für Meng und für Takum, und auch noch dann und auch noch die beiden Rohre als gedrehte Aluruhr. Ich habe die jetzt von RB einmal für den jetzigen Takum Königsliga mit Porsche-Turm und dann auch für den Henschel-Turm. Sonst, bis auf die kleinen Sachen, die ich bis jetzt festgestellt habe, fehlende Teile für die Rahmenerweiterung, für Funkgerät und die Fahrertafel, für die Fahrerarmatur, dann fehlender Schalthebel und Fußpedale für die erhöhte Fahrt, die nicht angegebenen Farben für die Tafeln, für die Inneneinrichtung. Eigentlich sonst ist es doch ein sehr guter Bausatz. Ihr braucht auf jeden Fall, nehmt euch Zeit für den Bausatz. Das ist wirklich kein Schüttelbausatz. In 4 bis 5 Tagen ist er fertig. Dann seht ihr ja, was rauskommt, wenn man keine Trockenanpassung hat. Dann habt ihr schrägstehende Laufrollen. Apropos schrägstehende Laufrollen, da sage ich nochmal Danke an unseren Modellbaumfreund Frank Schulz, der ja gleichzeitig auch Berichte für die Modellfans schreibt. Und auf ihn bin ich da dann zugekommen, weil ich durch Zufall mir die Kit-Modellbauschule Nummer 10 geholt habe. Ja, die 75 Jahre Tiger, hier geht es um den Tiger 1 und den Tiger 2, den Königstiger. Und er hat nicht nur einen sehr schönen Baubericht über seinen Takum Königstiger mit Produktionsturm geschrieben und auch hier reingesetzt. Auch die Darstellung eben mit einer Lexiglas-Scheibe, wie man ihn darstellen kann, eben in dieser schönen Ausführung. Ich finde, ist sehr gut wiedergegeben. Gleichzeitig hat er auch im Fahrerbereich noch zwei Mini-LEDs eingesetzt, dass man dann auch schön den Fahrbereich sieht, wenn die Oberwanne drauf ist. Und der Bericht ist wirklich sehr gut geschrieben von ihm. Da geht er auch nochmal auf den gesketchten Rahmen nochmal ein. Das, was er jetzt noch genommen hat für den Turm, weil die Geschosse, die sind bei Takum in der Halterung schon komplett mit dran bei den Bausatzteilen und die sind etwas dick. Was was man eigentlich nicht sehr sieht und was auch nicht stört, ist aber im Turm dann später einsehbar, wenn man ganz genau hinschaut. Und da hat Voyager einen Ätzersatz rausgebracht, die Halterung für die Munition, und die hat er dann komplett eingebaut in den Turm. Sieht sehr gut aus, nimmt viel Zeit in Anspruch, wie man hier mal sehen kann. Da. Später sieht es dann sehr gut aus. Also ich habe sie nicht bekommen und ich werde sie auch nicht einbauen. Muss jeder wissen, wie er das macht. Mir gefällt's, aber ich hab's eben nicht. Und wie gesagt, der Baubericht, der hilft auch weiter wegen der Innenraumbemalung, weil er hat sie eigentlich auch schon sehr gut wiedergegeben. Weil ihr habt, wenn ihr diesen Bausatz, bei den anderen beiden mit dem Zemmerit, wie gesagt, da sind diese Hilfen drinne.
für die Farbangaben Turm und Unterwanne. Und wenn ihr von Armomik, dann wie ich dann noch diesen Farbsatz holt, dann habt ihr hier zwar, wie ihr seht, so ein paar kleine Fotos drinne. Aber für Details und allen drum und dran helfen sie wirklich nicht weiter. Und da ist sein Baubericht sehr gut gemacht und hilfreich. Und hier geht es dann nochmal, wie wird der Fehler der Schwingarme nochmal schön beschrieben und wie man ihn umgehen kann. Beim Mengenbausatz, hat er mir ja damals auch in Munster gesagt, gibt es auch ein Problem mit den Schwingarmen bzw. den schräg stehenden Laufrollen. Wenn ihr den Königstiger von Meng geholt habt und euch die Inneneinrichtung geholt habt, beziehungsweise die Einzelgliederkette, dann gibt es das Problem. Dann ist es nicht da. Wenn ihr den Meng-Königstiger aber ohne die Inneneinrichtung baut, dann ist in der Bauanleitung zu den Königstiger vorgegeben, dass ihr in der Unterwanne zwei Streben einbauen sollt. Wenn ihr das macht ohne Trockenanpassung und ihr baut die Streben ein und ihr steckt die Schwingarme mit den Torsionsstäben rein, macht das alles dann fest und steckt dann die Laufrollen auf, dann habt ihr schrägstehende Laufrollen. Und um das zu umgehen, lasst die beiden Streben raus. Macht sie ja nicht erst ein. Die Torsionsstäbe rein mit den Schwingarmen und ihr habt gerade Laufrollen. Das ist eigentlich das Einzige jetzt, was ich bis jetzt weiß bei dem Mengenbausatz. Der kommt vielleicht später dran. Aber sonst ist der Tarkon-Bausatz gut. Er macht, ist der pure Bastelspaß. Und ob ihr nun euch den vom Menk holt, und da gab es ja bei der ersten Auslieferung des Königstigers von Mengen war ja noch ein Alurohr mit bei, das ist ja jetzt nicht mehr mit drin. Und da habt ihr ja auch ein Spritzguss-Kanonenrohr mit bei in der späten Ausführung. Und wenn ihr dann sozusagen auch eine komplette Inneneinrichtung extra noch holt, inklusive der Einzelgliederkette, die ihr ja auch extra bekommt, habt ihr auch so 110 Euro ausgegeben. Der Tarkon-Bausatz, der liegt so zwischen 50, 65 Euro. Und dann kann man sich, ja, wenn man das macht, dann auch noch eine Friul besorgen, wie ich das jetzt gemacht habe, das Swap-Set und ein RW-Rohr, dann kommt ja eigentlich auf den gleichen Preis. Also, es ist Geschmackssache, was ihr holt. Wie gesagt, ich habe mir jetzt von Tarkon den mit ohne den Zimmerit jetzt geholt von außen, weil ich mir das erste Mal jetzt mein Zimmerit selber machen möchte. Attac hat bis jetzt für den Tarkon-Bausatz noch keinen Zimmerit rausgebracht für den Porsche-Turm. Das einzige, was es gibt, es gibt einen Zimmeritsatz von Attac für den Dragon-Königstiger mit Porsche-Turm. Den kann man eigentlich nur teilweise nehmen für die Unterwanne, weil für den Turm haben sie ja extra noch einen Turm rausgebracht, der das Zimmerit ja schon drauf hat. Und das passt jetzt nicht zusammen mit dem Tarkon-Bausatz und darum mache ich mir das zusammen. Ich habe auch mal schon versucht, einfach mal zu sehen, wie das eigentlich ist. Tamiya bringt ja Zimmerit auf Klebefolie raus. Ich finde, das Zimmerit selber ist ein Hauch zu flach. Aber sonst gibt es einen Größenunterschied, dass eben das Zimmerit für den Tamiya-Bausatz gedacht ist und nicht für den Tarkon-Bausatz. Also es fehlen hinten und vorne so 1-2 mm. Und deshalb mache ich mir das alles komplett selber jetzt für meinen Bausatz. Mal sehen, wie das wird. Das ist für mich das erste Mal und darüber werde ich bestimmt ein Video nächstes Jahr drehen. Sonst gibt es jetzt am Anschluss noch Fotos von dem Anfang bis jetzt, bis zum jetzigen Baufortschritt mit dem Bausatz. Sonst werde ich noch einen Link reinsetzen, wo ihr meinen Baubericht auch nachlesen könnt. Der macht jetzt Spaß. Für mich ist das ein sehr guter Bausatz. Bis jetzt der anspruchsvollste, den ich bis jetzt habe. Naja, ich habe ja noch meinen von Hobbyboss den M1070, der ja auch anspruchsvoll ist.
wo ich mir noch die Panzerkabine von Eduard bzw. von Voyager was geholt habe, was ich zusammenbaue, wo ich noch kleine Schräubchen einsetzen muss, aber der liegt schon seit 2 Jahren und wartet, dass er weitergeht. Im Hintergrund seht ihr noch mein fertiges 7-2 von Trumpeter, das SDK-FZ, und mein Mengen-Leopard 2A7, der noch die braunen Flecken bekommen muss, ein bisschen Alterung, Verschmutzung, aber da geht es auch irgendwie dann weiter. Dazu dann später. Wie gesagt, im nächsten Jahr gibt es dann auf jeden Fall Bausatzvorstellungen von den Scammel-Panzertransporter, von den M3 Bergepanzern. Einen von den Scammel werde ich wahrscheinlich auch einen kleinen Baubericht machen. Zwar nicht fortlaufend, aber Stück für Stück. Das war jetzt das letzte Video in diesem Jahr von mir. Im nächsten werde ich auf jeden Fall was mehr machen. Habe ich mir auf jeden Fall vorgenommen. Was ich jetzt gerne haben würde von euch, wären Anregungen. Falls euch noch Fragen irgendwie auf der Seele liegen oder irgendwas, beantworten tue ich sie auf jeden Fall. Es kann etwas länger dauern, aber auf jeden Fall werden die Sachen beantwortet. Ich würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch macht, anklickt, irgendwie was. Oder dann beim Baubericht, den ich bis jetzt geschrieben habe, ihr könnt euch ja auch da in dem Forum, wo ich bin, anmelden und mir da die Fragen stellen. Oder eine Mail schicken, je nachdem, wie ihr wollt, Fragen kommt. Also jedenfalls...